ihr Lieben, zu meinem Sarah-Lookbook. Ja, heute geht es weiter bei mir in Sachen Herbstmode. Denn Sarah hat richtig schöne Herbstteile. Ich ärgere mich ein bisschen, denn diese Woche hat Sarah ganz tolle Teile reinbekommen, die sehr stark an Versace-Designs angelehnt sind. Und die sind so toll. Also ich glaube, ich muss noch mal ein Video machen. Aber ich habe auch ansonsten richtig gute Teile gefunden. Sehr alltagstauglich vor allem. Das ist ja nicht immer der Fall bei Sarah. Und ich habe auch auf die Qualität geachtet. Beziehungsweise ich habe auch ein, zwei Teile dabei, die nicht so eine tolle Qualität haben. Da sage ich aber gleich was zu. Wenn euch das Video Spaß macht, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht wollt ihr es auch mit einer Freundin teilen. Ja, und abonniert meinen Kanal, das könnt ihr unter dem Video. Und aktiviert auch dieses kleine Glöckchen. Dann kriegt ihr mal Bescheid, wenn ich ein Video uploade. Übrigens habe ich diese Woche auch bei Instagram TV ein Video hochgeladen. Da zeige ich die drei Top-Herbsttrends bei Kleidern. Und ja, schaut einfach vorbei. Ich verlinke das Video mal hier oben. Schreibt mir doch heute mal in die Kommentare, wie ihr die neuen Sarah-Teile so findet, ob da was für euch dabei ist. Und ich finde eure Video-Ideen auch immer ganz toll. Also, wenn ihr neue Ideen habt, schreibt mir. Ich bin schon auf so tolle Ideen durch euch gekommen. Also, weiter so. Ich starte mal mit diesem tollen Tartan-Midi-Rock. Der ist sehr stark angelehnt an einen Midi-Rock, den man jetzt bei Calvin Klein in der Pre-Fall-Kollektion gesehen hat. Sehr ähnlich. Von der Qualität her toll. Also so eine richtig schön schwere Qualität. Besteht zu 70% aus Polyester, 30% Viskose übrigens. Ich habe ihn jetzt kombiniert zu geschoppten Stiefeln, wie ihr nebenan seht. Die Stiefel sind auch von Sarah, die kann ich aber nicht empfehlen, denn die rutschen extrem. Das nervt. Aber diesen Rock kann ich empfehlen, nur würde ich ihn eine Nummer größer bestellen. Es sei denn, ihr habt die totale Westentaille. Dieser Rock, wie einige andere Teile auf der Stange, fällt zu klein aus. Also ich habe mich sehr darüber geärgert, dass es mal wieder so ist. Man hat das Gefühl, die Sachen werden immer kleiner, aber es gibt auch einige, die größengerecht ausfallen. Also ich sage auf jeden Fall immer was dazu, zu den Größen. Übrigens findet ihr die Shopping-Links wie immer unten in der Infobox, also einfach die kleine Box unterm Video aufklappen. Dann habe ich noch eine Tartan-Hose gefunden. Ich liebe dieses Muster wirklich sehr. Die ist von der Stoffzusammensetzung genau wie der Rock. Übrigens sind hier auch 3% Elastan drin. Das macht ihn ein bisschen elastisch. Hier dasselbe. Diese Hose fällt definitiv auch zu klein aus. Ich habe sie in S bestellt. Ich brauche sie auf jeden Fall in M. Netterweise hat sie als Ausgleich einen Gummizug in der Taille, sodass man nicht sofort aus allen Nähten platzt. Ja, ansonsten ist sie nicht gefüttert. Also ist ein bisschen cheap, ein bisschen billig gemacht. Aber ich finde sie von der Optik her unheimlich schön. Das Muster sieht wirklich sehr hochwertig aus. So, wir Deutschen lieben ja unsere Übergangsjacken. Da habe ich eine sehr schöne gefunden, diese Steppjacke. Eigentlich sind ja Oversize-Steppjacken im Moment sehr angesagt. Aber ich finde, Stepp trägt ja eh schon ein bisschen auf. Und dann noch ein Oversize-Schnitt dazu. Also ich mag lieber diese klassischen taillierten Steppjacken. Die werden auch nie out sein. Diese hier ist übrigens auch ein bisschen verstellbar. Und die gibt es auch in einem Marineton übrigens. Und ich finde solche etwas körperbetonten Jacken toll zu weiteren Unterteilen. Also zum Beispiel zu diesem Midi-Rock finde ich es toll. Aber auch zu einer, ich könnte mir vorstellen, zu einer weiten Wollhose, die so leicht verkürzt ist. Dann so einen schmalen Stiefel drunter. Sieht bestimmt auch super schön aus. Die Jacke besteht übrigens zu 100% aus Polyester. Ein Trend, den ich nicht in meinem Herbsttrend-Video gezeigt habe, sind die Scarf-Prints. Falls ihr übrigens das Herbsttrend-Video verpasst habt, ich verlinke das mal hier oben. Da habe ich ja so die 8 größten Trends, aber Scarf-Prints sah man auch recht oft, zum Beispiel bei Versace, bei Philipp Lim und bei Jacquemus, soweit ich mich erinnern kann. Ja, und diese Bluse hat diesen typischen Scarf-Print. Scarf-Print heißt ja einfach diese typischen Muster von Tüchern wie Hermes-Tücher, also diese Kettenprints. Und das finde ich sehr gelungen auf dieser Bluse. Allerdings, wie gesagt, die Sachen, die jetzt neu reingekommen sind bei Sarah, die es letzte Woche noch nicht gab, da sind auch so tolle Scarf-Prints, also die sind fast noch schöner. Das hier, dieses Teil hat wieder so einen schönen 70s-Anstrich, also durch diese braunen Töne, diese sehr schönen warmen Töne, finde ich unheimlich toll zur Schlaghose, also um beim 70s-Thema zu bleiben. Hier ist die Qualität nicht so 100%, muss ich sagen. Also einige Sachen haben mich schon überzeugt, aber hier, das ist halt 100% Polyester. Dadurch fällt die Bluse sehr schön, ist sehr robust. Aber hier ist so schön ein Knopf mir abgefallen. Also ich habe die nur geöffnet und schwupps war ein Knopf weg. Wo ist er denn? Ja, hier genau, an dieser Stelle. Und sowas ärgert mich immer. Also sowas schicke ich dann auch immer direkt zurück zu Sarah und bestelle es nochmal. Also aus Prinzip würde ich den Knopf nicht annähen. So, diese Schlagjeans zaubert wirklich endlos Beine. Durch ihre Farbe, durch die Form, durch die Länge. Also muss auf jeden Fall Absätze drunter tragen. Sie besteht aus Baumwolle, 2% Elastan. Also ein geringer Elastananteil, der sie bequem macht. Aber nicht zu hoch ist, weil wenn der Elastananteil so über 5% liegt, dann leiert die Jeans auch schnell aus. Die Jeans fällt auch zu klein aus. Also auf jeden Fall auch ein Nümmerchen größer bestellen am besten. Noch ein Herbsttrend, der mir sehr gut gefällt, sind Zweiteiler. Oder auch Coordinates in Modekreisen genannt. Und dieser Zweiteiler ist sehr stark angelehnt an Missoni.
vom Muster her, von den Farben her, so diese typischen warmen 70s-Farben. Hier überzeugt mich die Qualität des Rockes, und zwar deswegen, weil der einen Unterrock hat. Dadurch ist er super angenehm zu tragen. Dieses Material ist nämlich etwas härter. Das besteht zu 50% aus Viskose, 50% Polyester. Und hier bei diesem Top hat man es halt direkt auf der Haut. Man könnte jetzt natürlich noch einen schwarzen Rolli drunter tragen, aber ich finde, zu dem Rock kann man auch super zum Beispiel eine weiße Hemdbluse tragen, würde auch toll aussehen, oder einfach einen schwarzen Rolli. Ich hatte jetzt bei der Anprobe diesen Taillengürtel zu dem Koordinat angezogen. Der ist übrigens von Mango, nicht von Sarah. Und den finde ich unheimlich schön. Also Taillengürtel sind ja zum einen sehr angesagt diesen Herbst, Sommer. Ja, eigentlich Sommer, aber wir sprechen ja vom Herbst heute. Und man kann damit auch super zum Beispiel ein sehr schlichtes Strickkleid aufpeppen. Da habe ich nämlich diese Woche mal einen Look bei Instagram gezeigt. Ihr könnt ja mal schauen. Ich verlinke meinen Instagram-Account mal hier. Also peppt halt wirklich so ein schlichtes Strickkleid unheimlich schön auf. Oder halt auch so ein Koordinat. Oder wenn ihr zum Beispiel diesen Rock jetzt tragen würdet mit einer weißen Hemdbluse oder einem Rolli, würdet ihr das auch dazwischen tragen. Sieht immer sehr gut aus, finde ich. So ein Teil, das mich hier von der Qualität her richtig überzeugt, ist diese Stiefelette. Die ist so im Chloé-Style. Also es gibt ja diese Susanna-Stiefelette von Chloé, die etwa so um die 1000 Euro kostet. Und die sieht ja so ähnlich. Ist aber auch so ein bisschen Givenchy. Givenchy hat immer diese kleinen Nieten. Also sieht sehr, sehr hochwertig aus. Dieser Stiefel ist echtes Leder, super schön bequem, auch mit diesem kleinen Blockabsatz. Also das ist wirklich ein Teil, das mich echt überzeugt. Übrigens, Schuhe bei Sarah haben oft eine sehr gute Qualität. Nicht immer, aber oft. So, dann habe ich noch diese schöne Bluse im Western-Style gefunden. Ich bin nicht so ein Riesenfan dieses Trends, aber diese Bluse finde ich so toll in Kombination mit der Mom-Jeans. Ist so ein richtiger Isabel Marant-Style. Also Isabel Marant hat ja schon seit einigen Saisons so ein bisschen diesen Western-Stil in ihren Kollektionen, aber auf eine wirklich schöne Art. Also es gibt, ich finde es halt so übertrieben nicht so schön, wenn so viele Fransen und sehr viel Firlefanz dabei ist. Aber diesen Look finde ich doch schlicht genug. Und ja, diese Bluse besteht aus natürlichem bzw. naturähnlichem Material, also 80% Viskose, 20% Leinen, also fühlt sich unheimlich schön an. Die Mom Jeans, wo haben wir sie? Hier. Die besteht zu 100% aus Baumwolle, das heißt, die gibt nicht nach. Die ist halt toll für Frauen, die ja, gerne ihre Taille betonen, die einen eher langen Oberkörper haben, denn sie hat einen sehr hohen Bund. Und man muss halt diesen Mom Jeans Schnitt mögen. Ich weiß, dass nicht alle von euch den mögen, also ich mag ihn mittlerweile. Ja, dann habe ich noch einen Look für alle, die den Animal Print Trend mitmachen möchten, es aber nicht gleich übertreiben wollen mit großflächigen Prints. Da ist ein Accessoire, wie diese kleine Gürteltasche perfekt. Ich mag diesen Cognac-Ton unheimlich. Ja, und den haben wir halt hier auch bei diesem Pulli. Bei dem Pulli gefällt mir der Schnitt gut. Die Qualität ist an der Grenze, sage ich mal, ist 50% Polyester, 50% Viskose, ist sehr weich. Aber ich habe keine Ahnung, wie der sich waschen wird. Passt unheimlich gut zu Dark Denim. Da hat man auch wieder so diese 70s-Vibes. Oder auch zu schwarz und habe mich gut. Ich hoffe, mein Sarah Herbst Lookbook hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und schreibt mir doch mal, wie ihr die Teile so findet. Ob da was dabei ist, was ihr tragen würdet. Nächste Woche geht es dann um das Herbsttrendthema Chaos. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.